Familie Müller hat ein Problem. Die Baubehörde hat den Bau eines Treppenlifts in ihrem Haus abgelehnt. Die Familie beschließt, eine Petition beim Landtag Nordrhein-Westfalen einzureichen. Das Wort Petition bedeutet Bitte oder Gesuch. Das Petitionsrecht ist als Grundrecht im Grundgesetz und in der Landesverfassung festgeschrieben. Jeder Mensch kann sich schriftlich mit Angabe des Namens und der Adresse an den Landtag wenden, wenn er oder sie sich von einer staatlichen Behörde ungerecht behandelt fühlt. Das gilt auch für Kinder und Jugendliche, Nichtdeutsche und Gruppen wie Vereine, Schulklassen oder Bürgerinitiativen. Von diesem Grundrecht machen jährlich mehr als 5000 Menschen in Nordrhein-Westfalen Gebrauch. Meist zu Anliegen des Sozialrechts, des Ausländerrechts oder zu den Bereichen Bauen, Umwelt und Verkehr. Der Petitionsausschuss des Landtags, das sind 21 Abgeordnete aller Fraktionen, nimmt sich jeder einzelnen Petition an, prüft die Beschwerde und kann von der zuständigen Behörde eine Stellungnahme einholen. Sind noch Fragen offen, kann der Ausschuss einen Erörterungstermin ansetzen. Unter der Leitung eines Abgeordneten treffen sich dazu Betroffene und Vertreter der Behörde. Grundlage ist Artikel 41a der Landesverfassung. Demnach müssen Behörden wie Ministerien, Bezirksregierungen oder kommunale Ämter dem Petitionsausschuss Auskünfte erteilen und Akteneinsicht gewähren. Der Petitionsausschuss dient also als Vermittler zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Behörden. Bei einem Erörterungstermin mit Familie Müller schlagen Vertreter des Petitionsausschusses vor, den Bauantrag leicht zu verändern. Die Baubehörde stimmt zu. Zur Freude der Müllers.